Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Hier bei eurem Tastenhauer, liebe Burgbewohner, geht es weiter im großen Crusader Kings 2 Projekt, eine Reise durch das Mittelalter. Ich stelle euch heute 4 verschiedene Charaktere vor, mit denen wir weiterspielen können bei unserer nächsten Station in den nächsten mindestens 20 Jahren. Ja, bevor ich das mache, ihr hört schon, ich bin ein ganz klein wenig nasal unterwegs, ein bisschen erkältet jetzt hier über die Weihnachtszeit, aber nichts Dramatisches, worum ihr euch Sorgen machen müsstet, das geht garantiert wieder vorüber. So, wir gehen mal in den Spielstand rein, mit dem wir ja das Kaiserreich, das Heilige Römische bzw. die Lombardei abgeschlossen haben. Nach dem Tod unseres Herrschers kommt jetzt Kaiser Achtari an die Macht. Ja, und jetzt habe ich euch eben 4 Charaktere ausgesucht, habe mir 4 Charaktere ausgesucht, mit denen ich glaube, dass es Sinn machen könnte, weiterzuspielen, die auch ganz interessant ist. Fangen wir mal mit dem ersten, nein, mit der ersten an. Und zwar ist das hier aus dem Bereich Anatoliens, Königin Sergia oder Sergia von eben Anatolien. Wir gehen mal kurz rein, das heißt, zwischendurch werde ich immer mal wieder den Spielstand neu laden müssen. Ja, und zeige euch, was das eigentlich für Menschen sind. Königin Sergia nach den Hausregeln kommt so gerade noch in Frage. Sie ist gerade 30 Jahre alt. Das ist ja unsere Altersgrenze. Wir wollen ja möglichst auch 20 Jahre spielen können. Und dass sie 50 wird, das ist ja nicht ganz so unwahrscheinlich. Sie ist gerade schwanger. Sie ist gerecht, stolz, wurde vom ökumenischen Patriarchen Methodios getauft und ist eine Ränkeschmiedin, also sowas wie eine, ja, schon hier im Intrigenbereich relativ solide unterwegs. Ansonsten hier in den Werten erstmal nichts Besonderes. Sie hat schon ein paar Kinder, wie gesagt, eins ist noch auf dem Weg. Ihr Mann ist gerade von Strategos Zenobios gefangen gehalten. Das müssen wir uns dann mal anschauen, was das hier genau zu sagen hat. Ja, warum jetzt ausgerechnet sie? Also A, finde ich schon mal ganz gut, dass wir hier eine Frau zur Abwechslung mal haben. B, ist Anatolien auch historisch im byzantinischen Kaiserreich ja eines der ganz zentralen Kernlande. Also hier für unseren Herrscher Basileus Neophytos mit seinen 60 Jahren hier eine ganz wichtige Vasallin. Ja, und ich bin einfach mal gespannt, was wir mit ihr erreichen können. Sie ist auch relativ schwach nur unterwegs mit einer Domäne, die sie nur besitzt. Also das wird durchaus nicht leicht werden. Aber ich bin mal gespannt, welche Herausforderungen sich mit ihr uns möglicherweise hier dann stellen könnten. Ja, das ist ihre Schatzkammer hier. Ein Finger des heiligen Johannes. Da gibt es gefühlt auch 3 Millionen von, glaube ich, in diesem Spiel. Und zeremonielle Roben. Traditionelle griechische Roben hat sie auch irgendwie zur Verfügung, ich glaube, durch ihren Vater oder so. Ja, könnten wir uns noch was angucken. Es gibt hier die Gemeinde des heiligen Basilius. Das ist hier bei beim byzantinischen Kaiserreich noch was Spezielles. Habe ich mir aber auch noch nicht genauer angeschaut. Dann gibt es natürlich hier die orthodoxe Kirche unter dem ökumenischen Patriarchen Nikolaos aktuell. Mit einer ganz ordentlichen Autorität, muss ich sagen. Also auch hier etwas anderes als das Christentum, was wir ja bisher kennen. Ja, wir führen quasi damit dann natürlich eine Tradition des oströmischen Kaiserreichs fort, das sich jetzt als byzantinisches Kaiserreich hier entsprechend präsentiert. Das wäre also Option Nummer 1. Und dann wechseln wir jetzt mal in den Spielstand noch ein zweites Mal rein und schauen uns die anderen 3 zur Abstimmung befindlichen Charaktere einmal an, die wir haben. Und ihr werdet gleich feststellen, bei dem nächsten Charakter, da gehen wir auch relativ weit in den Osten rein. Überhaupt, alle diese Charaktere sind jetzt nicht west- oder mittel- oder nordeuropäisch. Denn ich denke, wir waren jetzt hier in der Lombardei, wir waren hier oben in Norek, wir waren in England, wir waren bei den Umayyaden und natürlich auch hier hinten bei Kabulistan schon einmal. Aber ich denke, hier im europäischen Raum haben wir erstmal für eine ganze Zeit lang uns lange genug bewegt. Was aber jetzt auch noch ganz interessant ist, das ist er hier, Khan Tuzhnik von Yenchepi, also ein Nomadencharakter. Ich gehe mal gerade rein, dann können wir uns das hier nochmal genau anschauen. Also der gehört hier zum
Kaganat von Chazaria oder von Chazarien. Und dieses Kaganat wird angeführt von Kagan Kiba II., der allerdings gar nicht so unfassbar mächtig ist, wie ich finde. Das funktioniert mechanisch auch alles etwas anders mit dieser Gesamtbevölkerung. Da ist ja ein Reitervolk sozusagen. Nicht nur sozusagen, es ist ein nomadisches Reitervolk. Und da kommt es auf die Gesamtbevölkerung an. Und wir haben da schon einen wesentlich besseren Wert als unser eigener Kagan. Überhaupt diese ganze Clan-Mechanik hier, das ist alles nochmal ein bisschen anders, als wir das von so klassischen Staaten hier in Crusader Kings 2 gewöhnt sind. Da muss ich mich auch erstmal einarbeiten, aber ich glaube, er ist auf jeden Fall ein ganz spannender Charakter, denn er ist eigentlich mächtiger als der Kagan und auch mächtiger als die umliegenden Khane, die sich hier unter dem Kaganat von Chazarien orientieren. Er ist auch interessant, weil er auch militärisch relativ fähig ist. Er ist ein fähiger Taktiker, er ist muskulös, leider auch feige. Mal gucken, wie wir das irgendwie zusammenkriegen. Ja, will einen Erben heranziehen, hat einen Theologiefokus. Wir müssen natürlich dann auch über den tengrischen Glauben hier sprechen, überhaupt um die Tradition von Steppenvölkern in dieser Zeit und in der Zeit davor und danach werden wir ein bisschen sprechen müssen, auch bei der Einführung. Das ist schon mal ganz klar. Es gibt hier einige kriegerische Auseinandersetzungen, unter anderem mit Litauen, Herzogskrieg um Erzpriester, Anspruch auf Kurland hier, litauische Befreiung von Kuronia, dann eine finnische Befreiung von Novgorod und ja, den Unabhängigkeitskrieg, den Dergun hier entsprechend ausficht, bei dem wir hier auf Seiten von Kiba dem Zweiten stehen gegen eine ziemlich heftige Opposition. Ja, das ist erstmal so grob die Situation. Den Charakter habe ich euch auch gezeigt, also ja, bin ich mal gespannt, falls ihr euch dafür entscheidet. Das wird interessant. Domänen besitzen wir nur die eine hier in Kursk. Wurde auch schon hier erobert von Finnland, interessanterweise. Ja, hier können wir, also ihr seht schon hier, es geht hier um Vieh, um Züchtereien. Es geht hier wirklich um die Fläche, die wir quasi besitzen und nicht um irgendwelche Städte oder größeren Besitztümer, sondern wirklich um das pure Land, damit wir unsere Viehherden vergrößern können, unseren nomadisches Reitervolk quasi auch mit Pferden ausstatten können unter anderem. Ja, also das wird ganz spannend werden, falls ihr euch dafür entscheidet, das ist auch mal was völlig anderes. So ein Reitervolk hatten wir bisher überhaupt noch nicht. Und das ist entsprechend Charakter Nummer 2, Khan Tuznik von Yenshipi. So, und dann schauen wir mal, dass wir den Spielstand auch für einen dritten Charakter nochmal laden. Und da werdet ihr feststellen, das wird gleich nochmal ein bisschen weiter in den Südosten, und zwar ganz weit in den Südosten gehen. Wir gehen zu Maharani Gandharavati vom Königreich Pala, auch ein historisches Königreich im Übrigen, zu dem man ein wenig was sagen kann. Auch wieder ein weiblicher Charakter, 25 Jahre alt, buddhistisch, übrigens auch wieder schwanger hier, hat schon ein Kotau hinter sich, ist dümmlich, dabei aber auch ein kaufmännisches Genie, grausam, faul, geduldig und feige, also auch wieder ein ganz schillernder Charakter hier von Maharani. Also das wird sehr spannend sein, vor allen Dingen führt sie gerade einen Krieg zur Befreiung der Tributabhängigkeit von Maharaja Vimaladitya, den Vierten. Also das ist ganz interessant. Wir sehen hier auch schon eine starke Armee des Gegners, unsere eigentlich schwächer, aber es hat hier noch keinen finalen Schlagabtausch gegeben. Ja, das ist die dritte Charakteroption, die ihr hier entsprechend heute abstimmen könnt. Auch da, denke ich mal, werden wir spannende Geschichten erleben. Das klingt auf dem Papier sehr, sehr gut. Sie lehnt übrigens Grausamkeit ab. Sie versucht, das irgendwie loszuwerden. Das ist ja auch interessant. Ja, mal sehen. Okay, das ist die dritte Option. Ich will euch das jetzt, wie gesagt, nur ganz kurz vorstellen und euch noch die vierte Figur jetzt gleich präsentieren. Und auch die hat es in sich. Und wir laden nochmal und dann kann ich euch kurz diese Figur hier nochmal ein wenig präsentieren. Die ist nämlich sehr, sehr spannend. Wir gehen
nochmal zum Islam. Und wir gehen nicht zu ihm, nein, wir gehen zu Sultan. Ach, ist auch falsch. Wo ist er denn? Sami ist es auch nicht. Ja. Da. Emir Murad von Nefut wird es werden. Oder könnte es vielmehr werden. Das sollte ich dazu sagen. Also, ich habe ja bei großen Reichen, genau wie beim Byzantinischen Reich zum Beispiel oder auch hier den Muradiden, die Regel, dass ich da versuche, nicht unbedingt immer den höchsten Lehnsherrn zu nehmen, weil überlegt mal, mit so einer Armee, der hat es ja quasi schon viel zu leicht, hier kriegerisch erfolgreich zu sein. Da finde ich es spannender, wenn wir wirklich hier einen Charakter spielen, wie zum Beispiel Emir Murad, der immerhin auch schon 4 Domänen hat, der gar nicht mal schwach ist. Und das äußerst Spannende finde ich derzeit, dass der in weiten Teilen hier das neue Königreich von Jerusalem umschließt. Das heißt also, dieser Charakter wird möglicherweise hier eine ganz zentrale Rolle spielen, dieses Land möglicherweise wieder zurückzuerobern. Boah, verzeiht. Ich muss leider aufstoßen. Das war nicht beabsichtigt. König Frobert hat nämlich hier Jerusalem erobert. Das war dieser Kinderkreuzzug. Der hat in jungen Jahren hier dieses Kreuzritterkönigtum Jerusalem begründet. Und das ist noch nicht so lange her. Und ich bin sehr gespannt. Der hat ja auch dieses Engelsblut als Blutlinie ausgerufen. Und wir stehen direkt an der Vorderfront. Also sollten die versuchen zu expandieren, sind wir hier direkt betroffen. Und sollten wir das versuchen zurückzuerobern in einem religiösen Krieg, in einem Dschihad, dann sind wir auch an vorderster Front. Deswegen finde ich diesen Charakter hier äußerst spannend. Und er ist eben auch relativ mächtig dafür, dass er nur ein kleiner Emir in Anführungsstrichen ist. Auch ein sehr interessanter Charakter. Er ist ein Karrierekaufmann, guter Verwalter also. Ein muskulöser, grausamer, fleißiger, treuherziger, ungestresster Poet, der gerade ein wenig Duellerfahrung gewonnen hat, hat wohl ein Duell sogar gewonnen hier, deswegen auch das Blut. Ja, also auch das, wie gesagt, wieder ein ganz spannender Charakter, besitzt ein herrliches Gemälde, na wunderbar. Ja, liebe Leute, das sind unsere 4 Charaktere. Ich gehe jetzt nochmal ins Hauptmenü raus und lese euch nochmal kurz vor, wen wir da gehabt haben, werden wir gleich im Menü das nochmal kurz nachverfolgen. So, gehen wir nochmal in den Spielstand hinein, in den aktuellen. Und dann gehen wir nochmal in der Reihenfolge die Charaktere durch, die ich euch vorgestellt habe. Werden mir leider hier nicht angezeigt. Okay, das war einmal Königin Sergia von Anatolien innerhalb des byzantinischen Kaiserreichs. So, dann der zweite Charakter. Das ist er hier. Khan Tusnik von Yenchepi, also ein Nomadenfürst. Dann die dritte Frau im Bunde hier. Das war Maharani Gandharavati, also die Königin von Palar. Und ganz zum Schluss hatten wir hier noch, wenn ich ihn hier mal kriege, Emir Murad von Nefut. Nefut ist eigentlich übrigens dieses Gebiet hier, hier im Südosten. Und auch da besitzt er hier irgendwie. Sehr schön übrigens, diese Geräusche. Naja, also er besitzt hier Gebiete, er besitzt hier Gebiete. Ihr habt das gesehen, bis hier oben hin. Der ist nicht gerade unmächtig. Ja. Liebe Leute, zwischen diesen 4 Charakteren könnt ihr euch jetzt entscheiden. Oben rechts entsprechend in der Infocard dürft ihr nun abstimmen. Und ich bin sehr gespannt auf eure Wahl. Ihr habt jetzt Zeit. Ich muss mal gerade überlegen. Ich habe mir das vorher gar nicht notiert, wie lange ihr Zeit habt. Wisst ihr was? Ich schreibe das unten in die Kommentare als angepinnten Kommentar hinein, wie lange die Abstimmung geöffnet sein wird, bevor ich sie schließe und sie wieder verschwindet. Und dann wisst ihr auf jeden Fall genau Bescheid. Wer ebenfalls im Discord-Kanal unterwegs ist, auch dort werde ich nochmal einen Hinweis unter dem Abstimmungskanal hinterlassen, sodass ihr das dort auch entsprechend nachlesen könnt. Ja, und dann werden wir in der nächsten Staffel dann entsprechend mit einer Einführungsfolge und der neuen Person
loslegen hier mit unserer, ja, inzwischen schon sechsten Station in unserer Reise durch das Mittelalter. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für euer Zuschauen und freue mich auf jeden Fall sehr, eure Abstimmung mitzuverfolgen. Also, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.